Moin moin und willkommen zu einem neuen Comic Review hier im Nerdhurt Podcast. Heute geht es um X-Men 1, die Zuflucht und wie immer erst das Backcover. Trümmer der Vergangenheit. Ein Unheil globalen Ausmaßes liegt in der Luft, denn eine verhängnisvolle Bedrohung macht Mutanten unfruchtbar und lichtet ihre Reihen. Mehr verhasst und gefürchtet als je zuvor sind die X-Men plötzlich vom Aussterben bedroht. Deshalb beschließt die langjährige X-Frau Storm, ein Team der Extraklasse zu versammeln, das bereit ist, alles zu tun, um das Überleben ihres Volkes zu sichern. Aber nicht jeder hat ein offenes Ohr für ihre Rekrutierungsversuche. Ist das Schicksal der Spezies Homo sapiens superior besiegelt, bevor ihre Geschichte richtig begonnen hat? Und was haben die Inhumans mit der Sache zu tun? Jeff Lemire und Umberto Ramos präsentieren das außergewöhnliche Flaggschiff der brandneuen X-Men, eine moderne und zeitgemäße Hommage an alles, was die X-Men zu einem Klassiker der Popkultur gemacht hat. Über 120 Seiten, 5 US-Hefte und dazu schreibt Comicosity: Das phänomenale kreative Dream Team und die Starbesetzung machen aus X-Men eine Serie, die ihr lesen solltet. Und damit, eigentlich auch nochmal willkommen. Und genauso wie ich gestern ja die Uncanny Avengers kurz vorgestellt habe, gibt's hier entsprechend jetzt die neuen X-Men nach dem Secret Wars. Wer jetzt hier wieder ein Secret Wars Comic erwartet, weil ich das so angekündigt hatte, habe ich gestern erklärt. Ein bisschen private Umstände haben verhindert, dass ich die Woche dazu kam, das aktuelle Secret Wars Zeug zu lesen, und deswegen habe ich auf die Comics zurückgegriffen, die auf meinem noch zu reviewen Stapel liegen, unter anderem eben gestern dann Uncanny Avengers und heute dann entsprechend dieses neue X-Men Comic, was ich schon längst, wie gesagt, reviewen wollte, aber einfach bisher nicht dazu kam, weil immer irgendwas anderes sich dazwischen gedrängelt hat, und jetzt hole ich es endlich nach und das ist auch völlig okay so. Leider dann nicht ganz chronologisch für meine Reviews, aber gibt Schlimmeres, glaube ich. Also, wir haben ein neues X-Men-Team, angeführt von Storm, also von Ororo. Und dieses Comic hier begründet eigentlich oder zeigt uns, wie dieses ganze Team rekrutiert wird. Also, zumindest die rekrutiert werden, die noch nicht in X-Haven sind. Also, X-Haven ist ein Ort im Limbus, der von Magic kreiert wurde, damit die X-Men nicht weiter angreifbar sind. Das Problem an der Geschichte ist dann bloß, dass dadurch, dass Magic diesen Zauber aufrecht erhält und dadurch entsprechend diese ganzen anderen Wesen, die im Limbo da unterwegs sind, sich dann von X-Haven fernhalten. Sobald Magic etwas passiert, bricht diese Barriere, die durch ihren Zauber halt aufrechterhalten wird, zusammen. Und natürlich passiert das im Laufe dieses ersten Heftes auch schon, dass nämlich Magic etwas passiert und dann entsprechend alle X-Men, wie sie inzwischen ja alle heißen. Es gibt keine Schüler mehr, es sind alles X-Men. Ororo, also Storm, hat alle in den Status X-Men angehoben, weil sie vom Aussterben bedroht sind, und wir haben nicht mehr die Zeit, euch Schüler und also besonders zu behandeln. Ihr seid jetzt gefordert, genauso wie wir. Wir sind alle X-Men. Wir kämpfen jetzt um das Überleben der Homo Sapiens Superior. Und genau das ist auch das Interessante an dieser Geschichte. Nämlich, wenn man so die ganzen Tie-Ins auch gelesen hat, wer hier alles inzwischen dann, also wer noch da ist, das ist auch schon mal ganz witzig, wer so bei den, witzig ist falscher Ausdruck, aber interessant, spannend, welche X-Men von den Jüngeren, die wir in den alten Geschichten halt erlebt haben, oder auch zum Beispiel, was ich reviewed habe, Spider-Man und die X-Men, dort diese Klasse, die Spider-Man da unterrichtet, die sind auch größtenteils alle noch da. Und das ist schon sehr spannend erzählt. Und ja, wer sind jetzt aktuell die X-Men? Das ist der Spoiler an der Stelle, aber ich meine, es ist halt ein Erstling und ich will euch ja trotzdem erzählen, was hier oder wie dieses neue X-Men-Team aussieht fortan. Also Anführerin ist Storm. Und bereits da ist halt Magic, habe ich ja gerade erklärt, durch den Limbus. Und Iceman. Das sind die drei, die mehr oder weniger gesetzt sind, weil sie schon da sind. Dazu haben wir die X-Sentinels. Das sind die ehemaligen Sentinels, die halt Mutanten gejagt haben. Die wurden von Forge umgebaut, sind jetzt X-Sentinels, und nicht nur das, sie beinhalten Cerebra. Das heißt, dieses große System, was Mutanten auf der ganzen Welt finden kann, steckt jetzt in der versammelten
Technik der X-Sentinels. Also nicht in einem, sondern in ganz vielen aufgeteilt. Dass nicht, wenn einer kaputt geht, dann wäre Cerebra kaputt, sondern es ist halt auf mehrere Roboter, auf diese großen Sentinels halt aufgeteilt und ein großes gemeinsames System, was für sich denken kann und selber sprechen kann, was sehr verwirrend ist, vor allem dann in diversen Aufeinandertreffen hier mit Charakteren. Dann haben wir Nightcrawler und Colossus, die gerettet werden müssen. Also Colossus erst nicht und dann doch und Nightcrawler sowieso. In einem Kampf mit Mr. Sinister unter anderem. Und auch das ist sehr, sehr spannend erzählt, weil es eben nicht nur eine Art Teamfindung ist, dieses Comic, sondern auch gleich schon dieses, was die X-Men so groß gemacht hat. Immer kämpfen, kämpfen, kämpfen. Immer für das einstehen, was eigentlich Geburtsrecht wäre, aber uns keiner das zugestehen möchte und. Also das, was die X-Men über Jahre hinweg so groß gemacht hat, wird auch in diesem Comic erzählt und vielleicht so gut erzählt wie lange nicht mehr bei den X-Men. Also meine ganz persönliche Meinung. Dazu haben wir als letzte beide Teammitglieder, da haben wir dann noch Jean Grey, also die aus der Zeit gereiste Jean Grey, die mit den originalen X-Men in die aktuelle Marvel-Kontinuität gereist ist. Und wir haben Old Man Logan, also aus dem alternativen Old Man Logan-Universum, der dadurch auch in der Marvel-Kontinuität im aktuellen Geschehen angekommen ist. Nachdem er Einzelhefte hatte und auch aktuell wieder eine Einzelheftserie hat, ist er jetzt auch im X-Men-Kontinuum, weil er eben ein X-Men ist. Und all das ist wahnsinnig spannend erzählt. Und wenn wir jetzt gucken, ich lese die Namen einfach nochmal vor, ich habe mir hier nebenher noch aufgeschrieben. Also Storm, Colossus, Magic, Jean Grey, Old Man Logan, Nightcrawler, Iceman und die Sentinels. Das ist schon das Who's Who der X-Men. Also ich meine, klar, vielleicht sagt man jetzt noch, okay, Cyclops fehlt, ja. Aber warum er fehlt, ist ja erklärt worden in der Vergangenheit. Und das ist so richtig, das ist ein ganz, ganz tolles X-Men-Team. Ich bin ja ein klassischer X-Men-Fan, ja, also ich bin über die X-Men eigentlich in die Comics gekommen, also über die X-Men und Spider-Man bin ich Comic-Fan geworden und dementsprechend haben die X-Men auch einen ganz persönlich großen Platz in meinem Herzen. Mag ein bisschen pathetisch klingen, aber ich glaube, jeder Comic-Fan weiß, warum ich das so ausdrücke. Und ich fand es in den letzten Jahren sehr schade, was mit den X-Men passiert ist, weil man ganz offensichtlich seitens des Haus der Ideen das ganze X-Men-Franchise hat irgendwie wie heiße Kartoffel fallen lassen, vielleicht weil die Verkaufszahlen nicht mehr so gut waren oder. Und hat entsprechend mit den Inhumans jetzt ja dieses große neue Franchise, was dort mitkreiert werden soll, ist auch völlig okay. Aber trotzdem dürfen eigentlich, wie ich finde, so ein traditionell populäres Team oder diese Verbindung der X-Men darf nicht fallen gelassen werden. Und dieses Comic hier, was ich jetzt in der Hand halte, also die Zuflucht, ja, es ist der Erstling der neuen X-Men-Serie, ist ein Beweis genau dafür, dass die X-Men nicht ausgestorben sind, sondern dass, wenn du die richtigen Kreativen ans Werk setzt, in dem Fall sind es halt Umberto Ramos und Jeff Lemire, und wenn du solche Kreativen, die auch ein Herz für die X-Men haben, ans Werk lässt, dann kommt sowas Tolles bei raus wie in diesem Comic. Und ja, ich hatte es im Doctor Strange Comic angekündigt, glaube ich, dass nämlich Doctor Strange, Wolverine und die X-Men von diesen ganzen Erstlingen, die ich besprochen habe und noch besprechen werde, jetzt nächste Woche dann, die drei sind, die mir am besten gefallen. Und das muss ja was bedeuten, weil es sind, ich weiß nicht, habe ich 12, 13, 14, 15 Erstlinge gelesen, jetzt kurz vor dem Secret Wars und kurz nach dem Secret Wars, die halt gestartet sind. Und das sind für mich, also dieses Comic hier ist eines von den drei besten. Und das muss was bedeuten. Und ich finde es sehr schön und ich freue mich auch über die Zukunft dann der X-Men. Wenn diese Geschichte so weitergeführt wird, dann werde ich daran sehr viel Spaß haben. Ich freue mich drauf und ich bin erstmal on board. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. So möchte ich ausdrücken. Und darüber hinaus, eine Geschichte gibt es halt immer dann durch das, dass sich Logan und Jean wieder begegnen. Natürlich völlig unterschiedliche Zeitlinien und zum ersten Mal sich genau diese beiden Charaktere halt im Marvel-Universum auch treffen. Auch das ist eine sehr spannende Geschichte. Dann hast du halt Colossus und Magic, die auch eine gewisse Verbindung immer wieder haben. Nightcrawler sowieso, ja. Und es ist ein ganz, ganz tolles Team. Iceman hat ja jetzt aktuell in Amerika gerade wieder die eine oder andere Wand eingerissen, was Comics betrifft. Auch wenn das Thema Schwulsein im Comic ja nicht mehr neu ist, seit Hulkling. Aber ja, Iceman ist jetzt einer, ein schwuler Iceman. Ich kann gar nicht sagen, ob es Bobby Drake ist oder ob es ein anderer Iceman ist, aber auf jeden Fall ist Iceman aktuell ja, ein schwuler Charakter geworden. Das ist ja irgendwie so, das, was jetzt Marvel aktuell macht, ne? Irgendwie alles ändern. Weibliche Charaktere, schwarze Charaktere
aus Frau wird Mann und entsprechend auch Gesinnungswechsel. Und ja, warum auch nicht, ist spannend irgendwie, muss nicht jedem gefallen, ist aber eigentlich alles halb so wild. Ich denke nicht, dass wir in 2017 noch darüber reden müssten, dass das völlig bescheuert ist, dass ein Mann einen Mann küsst und eine Frau küsst. Das ist ja, ne, also völlig legitim und völlig normal. Warum sollte es dann nicht auch irgendwo in Comics dann solche Geschichten geben? Und ich bin gespannt, wie es dann erzählt wird. Und das ist das Wichtige, nämlich wie es erzählt wird, wie es gezeichnet wird. Das macht das Medium Comic nämlich aus und nicht, dass da irgendwie jemand angeekelt sein muss, weil Iceman da auf einmal einen Mann küsst. Das ist doch Quatsch. Also so ein Humbug, ne? Aber da kommen wir entsprechend in Deutschland ja erst in einem guten Jahr dann wahrscheinlich dazu. Das ist jetzt ganz aktuell gewesen, vor 2 Wochen oder so, glaube ich, war das die Ankündigung oder das Bild auch. Und ja, das also soweit das. Passt hier bloß gerade mit rein, weil es um die X-Men geht, ne? Das kann ich das mit einbeziehen. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen zu X-Men 1. Und deswegen mache ich mal das Obligatorische hinterher. Genauso wie gestern, eigentlich ein relativ schnelles Review, so habe ich mir das auch gedacht. 10 Minuten und dann passt das auch. Also X-Men 1, die Zuflucht ist am 5. Juli 2016 erschienen. Ein Softcover mit 124 Seiten, geschrieben von Jeff Lemire und gezeichnet von Humberto Ramos. Und die Stories enthalten sind Extraordinary X-Men 1 bis 5. Das Ganze ist für 14,99 bei paninicomics.de, bei paninishop.de, bei Panini Comics Deutschland zu bekommen. Und dazu schreibt noch paninishop.de: das beste X-Team aller Zeiten. Das ist gewagt, aber möglich. Aufgrund der Namensstärke, die jetzt in diesem Team sind, ne? Neue Charaktere, die sich in den letzten Jahren zu Publikumslieblingen gemausert haben, wie eben vor allem Magic. Und halt die alten Hasen, in dem Fall sogar wirklich ein alter Hase mit Old Man Logan. Und die ganzen beliebten Charaktere, die über die Jahre eben so wichtig waren für die X-Men. Vielleicht durchaus eine Aussage, die über die Jahre als richtig dargestellt wird. Das beste X-Team aller Zeiten? Fragezeichen. Müssen wir die nächsten Jahre abwarten, ob dem dann so sein wird. Ja, das soll es von mir gewesen. In die Kommentare könnt ihr mir gerne schreiben, was ihr von diesem X-Team haltet. Und dann hoffe ich eigentlich auch, dass ich da bald mal weiterlesen kann mit der 2 und der 3. Und dass ich dann auch hier auch mal wieder die X-Men dann fortführe, was ist eigentlich seit dem Erstling hier passiert. Das kann sich aber ein bisschen hinziehen, weil natürlich, sobald ich dann mit Iron Fist und mit dem anderen Avengers-Comic durch bin, dann halt wirklich alles im Zeichen des Secret War steht. Und dann ist ja auch schon Civil War, also es ist viel zu tun. Ich muss mal schauen, wo ich es unterkriege, aber irgendwo finden wir die X-Men garantiert wieder, vor allem auch, weil sie mir so gut gefallen, ne? Muss ich eigentlich irgendwo mit einbeziehen, weil Wolverine und Doctor Strange will ich auch weiter hier reviewen. Vielleicht muss ich mich daran setzen, dass irgendwie alle 3 Serien in einem Comic, in einer Rezension irgendwie zusammenpacke oder so. Und immer, was ist passiert seit dem letzten Mal? Irgendwie sowas muss ich mir was überlegen, wie ich das mache. Würde ich nämlich sehr gerne weitererzählen, hier auch dann in Podcast-Form. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir hören uns nächste Woche wieder dann, sehr wahrscheinlich zuerst mit Iron Fist und dann am Sonntag gibt es dann ein neues Avengers-Comic. Danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke.